Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Die Jugendwörter 2022 in einer Klasse. So, liebe Klasse, wir checken jetzt mal die Anwesenheit. Ja. Als erstes haben wir hier Sweet. Sweet. Oh, verdammt nochmal! Smash! Dankeschön. Ich sehe auch. Oha! Als nächstes haben wir Macher. Macher? Das ist ein Lehrling. Okay. Was reden Sie überhaupt? Welche Farbe hat ihr? Hey, der hat sich eine Glatze wachsen lassen, Junge. Ja. Trinken Sie gerade stilles Wasser? Haben Sie Angst vor Spudeln? Sie Andrew, keine Schimpfwörter! Wo ist Sass? Oh mein Gott! Wo ist Was war denn das? Dann haben wir noch Gommemaut. Gommemaut! Wie bitte? Was machen Sie? Wo kommt der her? 2013, also wirklich. Ich, Und als letztes, Slay. Oh mein Gott, jetzt gehört die Beste. Ich könnte sagen, was Sie wollen. Tut es eigentlich nicht weh, wenn da die Klammern ein gutes Fingernagel drauf haben? Hey, jo. Wow. Oh mein Gott, Tiger, oh mein Gott! Ja? Teufel? Raus! Das ist die verrückteste Klasse, die ich jemals erlebt habe, Alter. In so einer wäre ich bestimmt gern gewesen. Das würde passieren, wenn ein Sandkorn mit Lichtgeschwindigkeit auf die Erde prallen würde. Ein Sandkorn. Erinnerst du dich an deinen letzten Strandurlaub, wo du mit deinen Händen durch den Sand gefahren bist? Ein Sandkorn ist verdammt klein und nur etwa 0,5 mm groß und 0... Ich kann auch einfach an Sandkasten rausgehen. 0,5 mm schwer. Würde es jetzt mit Lichtgeschwindigkeit unsere Erde treffen, würde es nicht nur unsere Erde zerstören, sondern das komplette Universum. Ja, ist so. Sand ist schon eine ganz schön verrückte Waffe. Warum steht es nicht in deutschen Waffengesetz? Sand müsste verboten sein. So, kein Witz, denn nichts, was seine Masse hat, kann sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Würde es diese nämlich erreichen, wäre seine kinetische Energie unendlich. Egal ob Sandkorn, Atom oder Asteroid. Materie kann sich der Lichtgeschwindigkeit nur annähern. Je näher es dieser kommt, desto näher geht seine Energie gegen unendlich. Bei 99% der Lichtgeschwindigkeit hätte unser Sandkorn die kinetische Energie von 0,5% der Hiroshima-Bombe. Bei 99,99999% wäre es schon eine doppelte Hiroshima-Bombe. Und je mehr Nonner ich jetzt da noch hinten dran setze, desto mehr eskaliert die Energiemenge. Danke, Lorenz. Krass, was so ein paar Tausendstel Prozent ausmachen können, hä? Wahrscheinlich würde das kleine Sandkorn aber aufgrund der starken Reibung sowieso in der Erdatmosphäre verglühen. Das würde passieren. Kranker. Boah, Alter. Okay, das ist mal echt informativ, muss ich sagen. Krass. Wenn jemand bei mir einbricht, während ich FIFA spiele. Hey Mann, das ist so. Habe ich nicht auch mal so ein Video gemacht? Ein Scheißspiel! So eine Scheiße! Digga! Ach so, geht es anders. Hände hoch! Was sind Sie und was machen Sie in meinem Haus? Ich bin ein Einbrecher und das hier ist ein Überfall! Ein Einbrecher und Sie sind sicher, dass Sie sich mit mir anlegen wollen? Ich habe gerade in der 90. Minute in FIFA noch 3-2 verloren, obwohl ich in der... Könnte aber auch bei Mario Kart passieren, sowas. 88. Minute, ne? Also, dass der Einbrecher Probleme kriegt. 2-0 vorne war! Also, bist du sicher, dass du dich mit mir anlegen willst? Ja. Du gibst mir jetzt alle deine Wertsachen hier. Du verstehst es nicht! Du verstehst es nicht! Komm her! Jemand bei mir ein. Junge, ich wär schon dreimal weggerannt als Einbrecher. Keine Sorge, der Spieler wird uns nicht mehr beklauen. Ich habe ein Meister. Oh, der hat schon wieder das cool. Angebracht. Meinst du das Schloss, was er gerade mit dem Dietrich aufknackt? Gut. Was? Das kann doch gar nicht. Ha, aber diesmal schleicht ihr nicht. Wachen, verhaftet diesen Mann. Ihr werdet nicht mehr bei uns einbrechen. Moment, diesmal schleicht er nicht. Ich vermute, er lädt seinen Spielstand neu. Das hat er. Und jetzt schleicht er rein und wir müssen uns wieder beklauen lassen. Vielleicht sollten wir wieder mit dem Dieb anfangen. Keine Sorge, der Spieler wird uns nicht mehr... Was? Skyrim-NPCs haben Probleme mit Spielern. Ja, das stimmt. Also die Skyrim-KI war wirklich manchmal... Ja gut, das ist in jedem Spiel so, ne? Du kannst dich anschleichen, vor dir steht einer. So ein Meter. Du kannst die Truhe aufknacken. Ihr kannt's hören, das kann noch so laut sein. Aber solange er es nicht sieht, darfst du die Truhe ausräumen. Es ist bescheuert. Ich bin im Treibsand versunken und stecke hier drin fest. Oh. Die hat mich gefragt, wie man dort wieder rauskommt und will. Ich habe mal irgendwas gelesen oder gehört, dass man in Treibsand nicht bis zum Kopf versinken kann. Das ist das Kinn, das hier ist der Kopf. Das Wissen würde ich es euch jetzt auch gerne zeigen. Aber bevor ich Hilfe bekommen darf, muss ich es erstmal selber herausfinden. Und Leute, es fühlt sich an... Das Gefährlichste ist, glaube ich, am Treibsand, was ich gelesen oder gehört habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich stimmt. Dass wenn man versucht, sich zu befreien, dass man umfallen könnte und dann doch mit dem Kopf drin steckt und nicht mehr rauskommt, weil man halt mit den Armen sich nicht abstützen kann. Als würde man in Zement stehen. Und sobald ich versuche, mit meinen Händen mich rauszuziehen, sinken diese ebenfalls ein. Genau, da die Kühl aber gerade im Kommen ist und nicht viel Zeit ist, musste mir mein Guide helfen und hat mir ein paar Techniken erklärt. Im ersten Schritt lehnt man sich in die linke Seite und fängt an, mit dem rechten Bein zu kräuseln. Dabei soll der Sand lockerer werden, aber dadurch, dass ich dort schon seit einer halben Stunde drin stehe, war das bei mir nicht mehr möglich. Ich kam einfach nicht raus und mein Guide hat jetzt auch ein bisschen Panik bekommen. Wie knapp das dann mit der Flut wurde, könnt ihr jetzt im neuen Selbstexperiment sehen.
Okay, krass. PlayStation ist so viel schlechter als Xbox. Wie kommst du darauf? Ich finde eigentlich alle Konsolen ganz gut. Switch ist zwar technisch einfach eine Katastrophe, aber die Nintendo hauseigenen Spiele sind top. Na, dann pass mal auf. Xbox hat nicht nur bessere Grafik und dieser Fakt ist eine Tatsache. PlayStation kann dafür gar nichts, außer den Klang eines zu lauten Staubsaugers nachmachen. Bessere Performance. Also ich muss ehrlich sagen, meine war nie so laut. Egal, ob es die PlayStation 2, 3, 4 oder 5 war. Nie. Und bessere Ladezeit, bin schneller in jedem Spiel drin. Schalte die Stimme, denn du bist lauter als jedes einzelne Flugzeug beim Fliegen. Meine Controller liegen so gut in der Hand, dass man sie nicht bemerkt. Deine Controller sind hässlich, fühlen sich an, als wären sie keine 2 Euro wert. Und doch dein Argument mit exklusiven Spielen widerleg ich doch eh. Wenn jedes einzelne PlayStation-Spiel gibt, spätestens nach einem Jahr auf PC. Xbox Game Pass gibt dir den Rest, denn ich hätte auch noch was beizutragen. PlayStation oh oh. Ist so viel. Oh oh, jetzt kommt er. Okay, cool. Drei weitere Rechte, die nur dein Vater hat. Nur dein Nett. Vater darf fürchterliche Klamotten anhaben. Hey, bist du... Hat er recht. Fertig? Ja, wir können los. Willst du wirklich so ins Kino gehen? Hä, so war ich doch auch auf deiner Hochzeit. Ja. Oh mein Gott. Der Priester hat gefragt, ob wir für diesen armen Mann spenden können. Was? Ach nix, komm. Okay. Dein Vater darf mit dir immer die Mathehausaufgaben machen. Zum letzten... Na toll, dann ist alles falsch. Mal a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Was verstehst du daran nicht? Wie soll das denn Dreieck ergeben? Bist du dumm oder so? Ich hab auch dreieckige Vierecke gern. Ich bin gar nicht dumm. Und dein Vater darf extrem laut niesen. Oh, irgendwie ganz schön kalt hier bei dir. Findest du? Ich geh mal weiter in die Ecke, da sind wenigstens 90 Grad. Oh Mann, Gott. Oh, es geht wieder los. Jetzt Erdbeben. Explosionsbeben trifft's wohl eher. Das kannst du in Deutschland leider nicht machen, weil wir Zahlen draufkriegen und keine Buchstaben. Das ist aber cool, Alter. Oh mein Gott, das arme Handy. Was passiert da überhaupt? Okay, krass. Und dazu muss man hinten das erst ein bisschen kaputt machen oder wie? Oder abgeschliffen, damit es richtig passt. Habe jetzt nicht ganz verstanden, warum man das hinten so gemacht hat. Aber ich bin ja sowieso nicht unbedingt der Fan für Handyhüllen, weil wenn ich zu Hause bin, zum Beispiel, mache ich die immer ab. Bei meinem jetzigen Handy habe ich zum Beispiel kein Handy, weil das kann man nicht zuklappen. Und deswegen habe ich bei meinem jetzigen Handy habe ich kein Handy ab. Wir machen weiter. Warum hat der so... Ach so, der macht ein Foto oder was? Oder ein Video. Ja, und das Resultat? Danke! Ja, Akimbo mit einer Armbrust, man kennt es! Ja, Alter. Ich dachte, er nimmt jetzt auch das, was dran. Ja, die Cowboys, die früher mit einer Armbrust rumgerannt sind. Das war episch.
die Armbrust und hat das, was? Hä? Was? Voll. Okay, das ist aber cool. Okay, das waren echt coole Shorts. Ich hoffe, euch haben die Shorts so Chancen gemacht. Ich hoffe, euch haben die Shorts so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.